Am 9. Februar 1948 stirbt der Kabarettist, Komiker und Filmproduzent Karl Valentin. 1902 besucht Karl Valentin die Münchner Komikerschule. 1913 dreht er seine erste Stummfilmkomödie. Ab 1915 arbeitet er für Bühne und Leinwand mit Liesel Karlstadt zusammen. Zielscheibe ihres Spotts sind alltägliche menschliche Verhaltensweisen. Karl Valentins Komik lebt von seiner grotesken Körpersprache, von Slapstick und Sprachwitz. Ich frage mal ihn, vielleicht weiß er. Sieh ja fest auf, sie, was kriegt da so eine Amazone für eine Nacht? Drei Mark. Und wie viele Nächte sind da? Eine. Das sind im Jahr 3 Mark. Da kann man nicht leben davon mit 3 Mark. Im Jahr. Da heißt einteilen.